Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Mech Commander 2. So, wir sind weiterhin für Davion-Viva la Revolution unterwegs und unsere Aufgabe sieht heute wie folgt aus. Wir sollen zunächst zum Davion Dropship uns fortbewegen, dort dann bei Nav 2 die Crew des Landeschiffes befreien. Wir sollen dann bei 3 ein Orbitalgeschütz zerstören und in den Bereichen 4 und 5 sollen sich irgendwo mobile Orbitalgeschütze befinden. Und als Bonusziel sollen wir alle Gegner ausschalten. Commander, wir brauchen Ihre Hilfe in einer Wiederbeschaffungsoperation im Pierce-Sektor. Eins von Major Kellys Landeschiffen wurde von gegnerischem Orbitalgeschützfeuer abgeschossen. Sieht so aus, als hätte Liao es geschafft, unbemerkt eine Installation in diesem Areal aufzubauen, die von der Crew des Landeschiffes aufgespült wurde. Der Verlust eben eines solcher Landungsschiffe kann schon ein sehr schwerer Schlag für Davions Ressourcen sein. Wir brauchen das Schiff zurück. Die Orbitalkanonen sind immer noch aktiv, also müssen sie das Landeschiff über Land erreichen. Sichern sie es und retten sie die Crew. Wenn das geschehen ist, müssen sie die Orbitalgeschütze zerstören, so dass wir sie sicher herausholen können. Viel Glück, Commander. So, okay. Ich habe hier Satellitenbilder des Areals und es sieht nicht so schlimm aus. Liao hat angefangen, eine große Installation hier aufzubauen, aber sie ist nicht fertig. Es gibt bisher keine Welle und die Gebäude sind großenteils temporär. Ich habe einen Orbitalgeschütz in der Basis und mobile Orbitalgeschütze in der Gegend unterwegs gesehen, um Entdeckung zu vermeiden. Ich würde mich auf das Schwierigste vorbereiten. Die Yao ist immer schwer zu fassen. Nur weil wir sie nicht sehen, heißt es nicht, dass sie nicht da draußen sind. Ja, hat er nicht ganz unrecht. So, weg mit dir. Zack, wie sieht's denn aus? Okay. Aber ich hätte gerne noch ein paar von denen hier. Wie viel habe ich? Einen hatte ich, ne? Jo. Kaufen wir mal 4 Stück. Dann haben wir 1 Stern Mad Cat Mechs. Davon könnten wir 4 einsetzen. Joach, komm. Meine Güte. Nehmen wir hier nur die Besten der Besten der Besten. Der Besten. Und rücken dann mal mit unserer Lanze, nicht mit unserem Stern, sondern mit unserer Lanze gegen Vikes, die angreifenden Truppen vor. So, ich werde aber nicht jetzt als erstes gegen das Landeschiff vorrücken, sondern ich werde mir erstmal die umliegenden Ziele krallen. Weil je weniger hier noch rumläuft, mit je weniger muss ich mich dann wahrscheinlich nachher bei irgendwelchen Verteidigungen dieses Landeschiffs rumschlagen. So, ein Scout-Mech wäre jetzt natürlich auch von Vorteil gewesen. Aber ich sag's ganz ehrlich, meine Güte, legt euch gehackt. Wenn wir das Ding nicht finden können, dann haben wir irgendwann falsch gemacht. So. Außerdem scheint es da irgendwo auf einer freien Ebene durch die Gegend zu kutschieren. Ist auch hübsch. Größere Bildausschnitt hier. Jetzt kann der Papa nicht mehr richtig gucken hier. So, was ist los? Wo ist das Ding? Wo guckt diese Kiste? Aha. Da ist es schon. Sehr gut. Jawohl, ja.
Objective complete. So, dann gehen wir mal in Richtung Ziel 4. Wir rücken aber ein bisschen hier vom Hauptkurs ab. Ich will nicht zu dicht an das Landeschiff kommen, dass wir da irgendwie eventuell was triggern. Ich will einfach gut Platz haben. Wenn die Bewachung des anderen mobilen Orbitalgeschützes ebenso leicht ist, kriegen wir das auch locker hin. Aha, guck mal in der Schau. Hier steht auch noch ein bisschen weiter rum. Okay. Aha. Oh! Komm jetzt. Wir haben zwar den High Ground. Den sollte man eigentlich nicht aufgeben, aber... So, ich will sie gerne von allen beschießen lassen. So, die Power Armors, die sollen ruhig kommen. Sehr gut, das Geschütz steht sogar noch da. Wer sagt's denn? Okay, da kommen noch ein paar Hovercrafts. So, jetzt holen wir uns mal schön die Ressourcen, die hier rumfliegen. Und dann gucken wir mal, ob wir die beiden Highlander mitnehmen können. So. Jawoll. Sehr schön. Nur Panzerungsverluste für den. Wie sieht's mit dem aus? Auch hier nur Panzerung. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Nein. Den da. Dann machen wir heil die Dinger. Ich weiß nicht, ob es komplett reichen wird, aber ich denke mal, Venom sieht eigentlich recht gut aus. Und bei Steel müssen wir sehen, wie viel wir da rauskriegen. So, und dann gehen wir halt eben gleich hier schön die Ostflanke runter und kümmern uns dann um das, was da uns noch entgegenkommt. Sehr schön, sehr schön. Damit haben wir unsere Feuerkraft gerade eben mal ganz locker vervielfacht. Und wir haben zwei Mechs mit Sprungkapazität noch dazu gewonnen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Nicht schlecht. Wollen wir das auch nutzen. Ich weiß nicht, ob wir extrahieren müssen. Aber das sehe ich auch ganz entspannt. Und zwar kann das Fahrzeug nachkommen, kriegt eins auf den Deckel oder sonst was.
So, wir müssten hier jetzt... Ups, aha. Oha. Die doch eigentlich nur mal ein bisschen voranscouten, um zu gucken. Aha. Hauptquartier. Da ist noch eine Repair Bay. Die werden wir auch nutzen. Wahrscheinlich soll die eher in erster Linie dazu dienen, uns vor dem Kampf mit den Highlandern nochmal zu reparieren. Aber hey, das haben wir ja schon erledigt. Also können wir mal ruhig mal eine Runde vorrücken. Ups, Sasa. Sowas aber auch. Da haben sie mich ja nun gut überrascht hier. Ist hier doch irgendwo getarnte Sachen unterwegs? Oh, Zeus! Ein Schwarmkasse. Ich hasse diese Dinger. Ätzende Nummer. Nur 2000, da können wir also nichts machen. Na gut, obwohl... Komm eben schnell her. Müssen wir die jetzt hier erstmal alle nochmal reparieren. Gut, dass wir die MacBay hier nicht haben, sonst hätten wir natürlich ein Problem. Diese Schwärmer sind furchtbar. Das Problem ist, ich habe auch keine wirklich gute Taktik gegen die Jungs. Außer so schnell wie möglich nah ranzukommen, um ihre Salven zu unterlaufen und sie im Nahkampf fertig zu machen. Große andere Möglichkeit hat man da einfach nicht. Mhm. Woher haben die eine Shadowcat? Repair resources depleted. Oh nein, wir haben eine Highlander verloren. Grummel. Jetzt die mal wieder, ne? Das ist ja unglaublich. Okay.
So, so. Aha, ich wollte schon sagen, wo sind sie? Sehr praktisch, dankeschön. Gut, dann rücken wir mal vor. Ah, das ist ärgerlich. Das sind wieder nur diese blöden Schwärmer gewesen. Hier gibt es aber auch nichts von Wert. Da ist das Landungsschiff. Das müsste doch aber eigentlich bewacht sein, oder? Objective complete. Mech power-up detected. Handspecks, Achtung. So. Aha, da kommt noch was. Aha, Fahrzeuge. Okay, nichts weiter Schlimmes. Schön wäre, wenn sie das Landungsschiff hochfahren könnten. Das ist so schwer bewaffnet, das könnte sich alleine schützen. Warte mal. Erstmal hier hin. Enemy resources captured. Gotcha, Crawler. Hubschrauber, nicht weiter schlimm. So. Noch mehr Hubschrauber. Ja. Ihr könnt euch erstmal gehackt legen, meine Freunde. Ah, guck mal hier, guck mal hier. Enemy resources captured. Heads up, sir. It looks like Liao captured the Davian mechs. We'll have to take them out. Mech power up detected. Oh, falsch! Und noch ein Madcat. Schade. Objective complete. About time y'all showed up. Name's Rooster. I've seen action on Port Arthur and Cermak, and I'm itching to shoot something. What do you say? You got a place for old Rooster? Sir, I've heard of this guy. He was in Zulu company of the 1st Davian Guards and fought in every major campaign against the Smoke Jaguars. I'll offer him the standard contract with a healthy signing bonus.
Ja, aber ich fand Rooster schon immer doof. Okay. Da mal Rückzug. Objective complete. Gut, wir haben nicht alle erwischt, aber das finde ich jetzt erstmal auch nicht so schlimm. Mission successful. So. Ich würde gerne den Highlander mitnehmen, ne? Der Zeus ist eigentlich auch sehr charmant, aber wir lassen das. Wir werden uns ausschließlich mit Clan-Mechs ab sofort ausstatten. Und das Einzige, was ich so noch mitnehmen werde, sind Atlas-Mechs. Tja, schade, Stil. Hat nicht sein sollen. Mist. Gut, das ist es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann mit der letzten... Ich nenne es jetzt mal Area-Mission, die wir von Baxter momentan bekommen haben. Und dann wird es wohl wahrscheinlich mit der Storyline weitergehen. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, macht's gut und ciao.